Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen und heute möchte ich euch zeigen, wie man sich beim VFA-Funken verhält. Wir werden das Ganze Schritt für Schritt uns anschauen und vor allem auf die Grundlagen eingehen. Bis gleich nach dem Intro. Wir starten VFA von Stuttgart nach Nürnberg mit einer Cessna 152er. Wir planen die Kontrollzone über den Meldepunkt Echo zu verlassen. Dafür schauen wir uns einmal die wichtigen Punkte der Karte an. Durch die ARTES wissen wir, dass die Landebahn 2.5 in Betrieb ist. Also werden wir nach dem Abheben eine Rechtskurve in Richtung Echo machen. Der Punkt Echo ist relativ gut erkennbar durch den Fernsehturm in Stuttgart. Ebenso wichtig ist zu beachten, dass wir innerhalb der Kontrollzone auf maximal 3500 Fuß steigen dürfen und beim Verlassen der Kontrollzone diese auch erstmal beibehalten müssen. Das liegt daran, dass beim Verlassen der Kontrollzone über den 3500 Fuß Luftraum Charlie sich befindet und wir hier nicht einfliegen dürfen. Zum Schluss schauen wir uns noch die Frequenzen an. Bei unserem Fall wäre die Langinformationsfrequenz relevant, da wir diese später brauchen, wenn wir die Kontrollzone verlassen. Diese können wir uns nun notieren oder auch gerne merken. Damit haben wir unser kleines Briefing jetzt abgeschlossen und können uns mal beim Lotsen melden. So, wir stehen hier schon mit laufendem Motor und begrüßen einfach mal den Lotsen. Stuttgart Turm, Delta Echo Echo Whisky Delta, guten Tag. Dann wird eine Antwort kommen wie zum Beispiel Delta Echo Echo Whisky Delta, Stuttgart Turm, Servus. Nun geben wir den Lotsen mal ein paar Informationen durch. Das sieht wie folgt aus. Delta Echo Echo Whisky Delta, eine Cessna 152er, Parkplatz für die allgemeine Luftfahrt, VFA nach Nürnberg über Echo, Information Alpha erhalten, bitte rollen. Delta Whisky Delta, Information Alpha korrekt, rollen Sie zum Rollhalt Piste 2.5 über die Rollbahn November und Charlie. Wind 270 Grad mit 10 Knoten, Q&H 1018. Delta Whisky Delta, rolle zum Rollhalt Piste 2.5 über die Rollbahn November und Charlie, Q&H 1018. Nun haben wir auch eine Freigabe zum Rollen bekommen und dazu natürlich auch gleich eine Wegbeschreibung, wie wir zur Piste 2.5 kommen. Dieser sieht wie folgt aus und zwar einmal über November und dann über Charlie, damit wir an der Rollhaltpiste 2.5 dann stehen. Delta Whisky Delta, melden Sie sich abflugbereit. Delta Whisky Delta, Wilco. Wir haben jetzt eine Aufgabe bekommen und zwar müssen wir uns abflugbereit melden. Dafür benutzen wir ganz einfach als Pilot Wilco, heißt Will Comply, wir werden etwas ausführen. Das ist einfach nur eine Abkürzung dafür, müssen wir uns natürlich aber merken und nicht vergessen. Nun, wenn wir im Rollhalt sind und all unsere Checks und Briefings durchgemacht haben, sind wir auch abflugbereit und können das auch gerne melden. Delta Whisky Delta, abflugbereit am Rollhalt Charlie Piste 2.5. Delta Whisky Delta, verlassen Sie Kontrollzone über Echo, Rechtskurve genehmigt, Wind 270 Grad mit 10 Knoten, startfrei Piste 2.5. Delta Whisky Delta, verlasst die Kontrollzone über Echo, Rechtskurve genehmigt, Wind 270 Grad, 10 Knoten, startfrei Piste 2.5. Wir erreichen gleich unsere gewünschte Flughöhe von 3500 Fuß und sobald wir Echo erreichen oder es überfliegen, melden wir das Ganze aus. Das sieht dann auch wie folgt aus. Delta Whisky Delta, Echo, Flughöhe 3500 Fuß. Delta Whisky Delta, verlassen der Frequenz genehmigt. Tschüss und guten Flug noch. Delta Whisky Delta, verlassen der Frequenz genehmigt. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Nun können wir auf lange Informationen wechseln und uns genauso dort anmelden wie am Anfang mit unserem Flugzeug, Kennzeichen, welche Höhe wir gerade sind, wohin wir wollen und was wir überhaupt wollen. Nach einem ruhigen und entspannten Flug kommen wir Nürnberg auch schon näher, also wird es auch Zeit, sich mal mit der Karte zu beschäftigen und ein kleines Briefing durchzuführen. Wir werden von hier unten über Sierra einfliegen und sehen schon direkt Maximum 3000 Fuß für An- und Abflüge. Das ist wirklich wichtig, dass wir das beachten und auch nicht verletzen, diese Regel. Durch die ARTES wissen wir, dass die Piste 10 aktiv ist, also können wir auch schon mal unseren Flugweg vorahnen. Wir werden in eine südliche Platzrunde einsteigen und zwar mit einem rechten Gegenanflug. Danach werden wir in einen rechten Queranflug geschickt, um wieder rechts auf den Endanflug zu drehen. So sieht dann ungefähr auch unser Flugweg gleich aus. Zuletzt können wir auch schon mal noch die Towerfrequenz eindrehen und in Standby setzen. Da wir auch schon gleich in Nürnberg sind, können wir uns auch schon mal anmelden. Nürnberg Turm, Delta Echo Echo Whisky Delta, Servus. Delta Echo Echo Whisky Delta, Nürnberg Turm, guten Tag. Delta Echo Echo Whisky Delta, eine Cessna 152er VFA aus Stuttgart, 5 Minuten südwestlich Sierra, Flughöhe 3000 Fuß, Information Oscar erhalten zur Landung.
Delta. Echo Echo Whisky Delta, Information Oscar korrekt. Fliegen Sie in die Kontrollzone über Sierra in den rechten Gegenanflug, Piste 101, Wind 080 Grad, 5 Knoten, QNH 1017. Delta Echo Echo Whisky Delta, fliege in die Kontrollzone über Sierra in den rechten Gegenanflug, Piste 10, QNH 1017. Wenn wir dann in die Kontrollzone einfliegen und auch über Sierra sind, müssen wir das Ganze auch wieder melden, wie in Stuttgart auch schon bei Echo, da dies beide Pflichtmeldepunkte sind. Also Delta Echo Whisky Delta Sierra Flughöhe 3000 Fuß. Delta Whisky Delta, verstanden, fliegen Sie in rechten Gegenanflug Piste 10. Delta Whisky Delta, fliegen in rechten Gegenanflug Piste 10. Delta Whisky Delta, fliegen Sie in den rechten Queranflug Piste 10 Nummer 2 hinter einer Cessna 172er. Delta Whisky Delta, fliegen rechten Gegenanflug Piste 10 Nummer 2. Delta Whisky Delta, jetzt Lande Nummer 1, Wind 100 Grad, 10 Knoten, Landung frei Piste 10. Delta Whisky Delta, jetzt Lande Nummer 1, Landung frei Piste 10. Wenn wir dann gelandet sind, bekommen wir auch automatisch vom Tower gleich eine Wegbeschreibung, wie wir zu unserem Parkplatz finden. Delta Whisky Delta, drehen Sie rechts über die Rollbahn Delta, Foxtrot und Juliet zum Parkplatz für die allgemeine Luftfahrt. Delta Whisky Delta, drehe nach rechts über die Rollbahn Delta, Foxtrot und Juliet zum Parkplatz für die allgemeine Luftfahrt. Das Ganze machen wir natürlich auch und stellen dann dort den Flieger ab und haben damit den Flug von Stuttgart nach Nürnberg mit korrektem Funken absolviert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch ein paar Einblicke in das VFR-Funken geben bzw. ins BZF-1-2 Sprechfunkzeug. Ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen was anfangen und natürlich auch ein bisschen üben und lernen für euer Sprechfunkzeugnis später mal. Oder natürlich auch kann man dieses Beispiel anwenden im Microsoft Flight Simulator. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao.